Aber ja, ich muss auch schon sagen, es ist krass, wie diese Rezeraner in wenigen Wochen was scheinbar diese Festung hochgezogen haben. Sagen wir mal, so klein ist sie nicht wirklich gerade. Not sure how I feel about this. Die haben sogar Belagerungswaffen gebaut. Dieses Katapult ist zwar demontiert, aber intakt. Diese Pritschen wurden kürzlich gewaschen. Der Dreck und der Schlamm darunter sind mit dunklen Flecken durchzogen. Du siehst die dunkle Wasseroberfläche nicht weit unter dir. Kriegswelpe. Sogar neues Haustier. Zerfetzte Schaffelle und Stroh dienen in diesen Zwingern als weiche Unterlage. Sie stinken nach Hund. Zerzaust du in diesem Fass und einen schweren chemischen Gestank ab. Das Katapult ist demontiert, aber intakt. Adraban. Umhang eines jutaischen Priesters. Okay. Brief nach Hause. Meine Liebste, ich sende dir einige Münzen aus Dolver, das Beweis, dass ich angekommen bin. Du hattest recht, noch nie habe ich derart gefroren. Um mehr, weil ich nicht in deiner Nähe bin. Die Gestandenen hier sind so kalt wie ihr Land. Sie hassen uns nicht so, wie die Dürrwälder es tun, aber sie sind misstrauisch und stolz. Der Kommandant hat nach Gesandten geschickt, um Verhandlungen aufzunehmen. Wenn dich dieser Brief erreicht, sind wir wahrscheinlich schon in Durgans Batterie eingezogen. Stolwart hat keine Soldaten, nur eine Handvoll von Wachen. Ephraim sagt, dass er mit einigen Speeren zur Batterie gegangen ist und niemanden auf dem Turm gesehen hat. Ohne die Kanonen wären sie töricht, sich nicht sofort zu ergeben. Falls nicht, werden wir ihnen schnell die Lust am Kämpfen nehmen. Der Kommandant sagt, sobald die Batterie uns gehört, wird unsere Anwesenheit hier ausreichen, um die Invasion abzuschrecken. Wer würde sich schon mit uns anlegen, wenn wir die mächtige Batterie im Rücken haben? Ich schreibe zu viel vom Kampf, aber nur um dir zu versichern, dass es uns gut geht. Ich vermisse dich. Die Berge sind wunderschön. Ich hoffe, dass du bald mit eigenen Augen sehen kannst, sobald es hier sicher ist und du dich uns anschließen kannst. Na, hoffen wir mal, dass der arme Typ es zurückgeschafft hat. In diesem tiefen Kessel brodelt heißes Pech bedrohlich vor sich her. Okay, noch mehr Rast. Also Rastvorräte, da gibt es keine Mangel. Definitiv nicht. Auch ein interessanter Weg. Ein kurzer Blick auf die Plane offenbart die Fässer, die als Pulvervorräte markiert sind. Die wollten wahrscheinlich wirklich Schießpulver auf die Tore schleudern. So, jede Menge Kupferverbindungen hier. Und das wäre dann die Festung. Grabstätte, Westtor, Belagerungsausrüstung, Haupttor, Zwinger. Also ja, gut, es ist hauptsächlich eine... Man könnte es eigentlich eher als befestigtes Lager als als Festung bezeichnen. Auch wenn es ordentlich viel Türme hat. Also ja, das Ding hier ohne
zuverlässige Belagerungswaffen einzunehmen, ist Selbstmord. Definitiv. Man müsste seine Angriffe hier auf das Haupttor und auf das Nebentor konzentrieren. Aber am Haupttor sind zwei gut befestigte Türme. Und am Westtor ist auch noch mal einer. Inklusive Belagerungswaffen und allem. Also ja, eine Armee hätte es definitiv ohne mindestens einen Rambock, um durchs Tor zu kommen, schwierig. So, den Gesandten sagen, dass draußen alles sicher ist. Dann machen wir einen Abstecher nach Stalwart zurück. Wir brechen sofort nach Stalwart auf. Bei den Göttern, wie groß sie waren. Was waren das für Dinger? Okay, die haben echt nichts mehr zu sagen. Die wollen einfach nur verschwinden. Gut. Nun ja, wie gesagt, erstmal zurück nach Stalwart. Oder wir gehen kurz in die Gießerei. Weil wir haben jetzt wieder genug Barren, um nochmal einen Dürrganstallbarren zu machen. Wir haben sogar wieder einen zu viel. Kann man auf die Spitze des Westturms steigen und gucken, wie zufrieden sie da oben sind. Ob sie sich hier eingelebt haben mit ihren neuen Kanonen. Arbeiter Vengra. Sie steht auf den Zehenspitzen und blickt in die Ferne. Sie pfeift. You sure don't leave a job half done. Though if we had black powder to spare, that fort'd make a great bonfire. Wenn du etwas machst, dann richtig. Was? Die Festung würde ein gutes Sagerfeuer abgeben, wenn wir ein wenig Schießpulver übrig hätten. Also, wie funktionieren diese Kanonen? If only I could show you. Wenn ich sie doch noch zeigen But könnte. everyone else is all worried about Dann leb mal wohl. Also, die hat nichts Neues zu sagen.
Aber ja, sie arbeiten wenigstens. Und das ist wirklich ein ziemlich hoher Turm, ey. Zu den Haupttoren, bitte. So, hier unten sieht eigentlich alles auch noch recht sicher aus. Ja, wenn man sich so ansieht, das hier ist ein Wachturm nur. Der aber nicht mehr mit der Hauptbatterie verbunden ist, leider. Warum auch immer sie da unten den Eingang eigentlich hingemacht haben. Das ist der Westturm, der große Turm. Und hier der andere Turm, der ist nicht ganz so groß. Okay. Dann gehen wir jetzt zurück nach Stalwart, klären dort die Lage. Und dann geht es in den tollen Ondra-Tempel. Ja, die Abtei des gefallenen Mondes. Das ist die einzige längere Storyline, die wir noch haben. Die Sache mit Constellhaut, also Crackhold. Und durch Crackhold gibt es dann noch ein zweites Gebiet, habe ich gelesen. Das irgendwo hier drüben sein soll dann. Aber ansonsten sind wir langsam auf dem Endspurt, habe ich das Gefühl. Okay. Danke, dass du dafür sorgst, dass die Fischerei nicht geschlossen wird. Sie hat Stalwart durch die mageren Jahre gebracht. Nerien bemerkt dich und seine Augen weinen sich vor Überraschung. Er blickt nach links und rechts und hält sich einen Finger an die Lippen. The others made it back from the fort, thanks to you. All except for that fanatic. Die anderen sind dank dir von der Festung zurückgekehrt, alle bis auf diese Fanatikerin. You know all about her. Aber du weißt ja... Aber über sie weißt du ja Bescheid, der blickt dich fiesangt an. Sie gehört einem geheimniskrämerischen Undritenkult an. So I heard. Das habe ich gehört. What I really want to know is about those creatures. Was mich wirklich interessiert, sind diese Kreaturen. The others saw him in the snow. Magfolk with arms like maces, they said. And dead by your hand. Die anderen haben sie im Schnee gesehen. Magfolk mit Armen wie Streitkolben, haben sie gesagt. Und durch deine Hand getötet. Er nickt dir langsam und respektvoll zu. Die Augenlosen. Das ist die Armee, die ich aufhalten will. Das stimmt. Nehmen wir die zwei. Awakening the White Forge wasn't enough of a challenge. Die Weiße Esse zu erwecken war noch nicht herausfordernd genug. Er räuspert sich und fährt mit der Hand über die Bartstoppeln. I can't tell the rest of Stalwart about them. Not until we know more. Ich kann Stalwart nicht von ihnen erzählen, nicht irgendwie mehr wissen. Superstitious ones will call it a bad omen.
Another example of the ill us Outlanders have brought. Die Abergläubischen werden es ein schlechtes Omen nehmen. Ein weiteres Beispiel dafür, welches Unheil die Fremden über uns gebracht haben. Er schüttelt den Kopf. And it won't help when folk here at Dark still at large. Und es wird nicht helfen, wenn die Leute erfahren, dass Adaric immer noch auf freiem Fuß ist. Er zieht sich zurück, das war doch, was du wolltest. Ich ermorde keinen Mann dafür, dass er nach einem besseren Leben für die Seinen strebt. Ich bin nicht deine Meuchelmörderin, das solltest du nicht vergessen.